Cortisontherapie, Ernährungsempfehlung. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, heute echter Patientenfall zum Thema Cortisontherapie. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wenn Cortisontherapie ist, nehmen einige Patienten wahr, dass sie tatsächlich an Gewicht zunehmen? Und da war die Frage, wie sieht die Ernährung aus? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare von all denen, die schon Erfahrungen gemacht haben, was hat euch nicht so gut getan im Nachhinein oder was glaubt ihr, was gehört dazu in eine Ernährung bei Cortisontherapie? Ihr Lieben, für die, die mich nicht kennen, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und kommen wir zum Patientenfall zurück. Ich hatte jetzt mehrere Patienten tatsächlich letzte Woche in der Beratung, die Cortisontherapie hatten, unterschiedlicher Dosierung. Und es ist immer so, dass dem Cortison ja, das gilt nicht für alle, aber die Möglichkeit besteht und nachgesagt wird, dass das Gewicht hochgehen kann. An der Stelle muss man sagen, ich will mal gerade hier meine Zuckerstücke raussuchen. Moment, ihr Lieben. Und meine... Sorry, aber gehört ja manchmal dazu, Vorbereitung, ne? Wie das immer so ist. Wenn ich sozusagen Cortison nehme, gibt es die Möglichkeit, dass der Zuckeranteil hochgeht und dann kann sozusagen aus dem vermehrt Zucker auch Körperfett entstehen. Das heißt, eine Cortisontherapie muss nicht dazu führen, kommt ja auch immer auf die Dosierung an. Also es kann sein, dass der Zucker sich verändert unter der Therapie. Deswegen ist es bei Langzeittherapien immer wichtig, den Blutzucker zu kontrollieren, eventuell zum Hausarzt zu gehen und oder zu dem Verordner zu gehen und zu gucken, dass die Zuckerwerte kontrollieren. Und auf der anderen Seite kann eben das Cortison den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Es wird ja genommen für Entzündungsprozessreduzierung und da wirkt es ja in der Regel auch sehr gut. Also Schmerzgeschehen und solche Sachen bei zum Beispiel rheumatischen Erkrankungen und anderen entzündlichen Prozessen. Und es kann halt dazu führen, dass mehr Zucker entsteht und dadurch das Körperfett hochgeht. Und was dann immer ganz sinnvoll ist, dass man in der Blutbahn, wenn ich weiß, dass Cortison kommt und ich habe da Sorge, dann ist es immer sinnvoll, deswegen hatte ich auch den Hotdog in der Hand, nicht so viel helle Kohlenhydrate zu essen. Also die Kohlenhydrate, die leckeren Kohlenhydrate, auch Kuchen, Kekse oder ne, Thema Pommes, schnellere Kohlenhydrate lassen einfach immer schneller den Blutzucker ansteigen und dann habe ich halt immer die Struktur, dass auch plus das Cortison obendrauf mit den hellen Kohlenhydraten schneller Körperfett entstehen kann. Das heißt, ihr Lieben, für alle, die eine Cortisontherapie bekommen sollen oder haben oder vielleicht auch schon mittendrin sind, guckt mal, dass ihr eure Ernährung umstellt, weil wenn wir wenn wir die hellen Kohlenhydrate reduzieren auf Mehrkorn, Vollkornbrot zum Beispiel, Graubrot, Mischbrot, von der Menge her vielleicht von 4 Scheiben auf 2 und dann lieber über den Tag verteilt, vorsichtiger mit Panade oder wenn ihr könnt, ist ja helles Brötchen, ne? Immer drüber nachdenken, lieber Natur. Fleisch, Hähnchenfleisch zum Beispiel zu essen. Ich weiß, das fällt nicht immer so leicht, weil wir ja auch gewohnt sind, einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten zu essen. Macht es moderat, eins nach dem anderen, sucht euch eine Sache raus, die ihr reduziert und sagt, ja, fällt mir nicht so schwer, auf die Panade kann ich zum Beispiel auch verzichten. Oder das helle Toast weg und dafür dann eher Vollkorn, Graubrot zum Beispiel, Schwarzbrot, weil wir einfach immer, wenn wir die gesünderen Kohlenhydrate drin haben, einen langsameren Blutzuckerverlauf haben. Was auch immer funktioniert für die, die mich kennen, Eiweißquelle obendrauf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Graubrot habe und mache hier zum Beispiel Frischkäse obendrauf, Kräuterfrischkäse, oder ihr nehmt normalen Frischkäse, dann habe ich immer die Möglichkeit, dass die Milchprodukte den Blutzuckerspiegel auch langsamer halten, weil der Körper über die Eiweißquelle ja auch erstmal das abbauen muss, bis er an die Kohlenhydrate rankommt und an der Stelle der Insulinspiegel niedrig bleibt. Weil nur wenn der Insulinspiegel niedrig ist, haben wir die Möglichkeit, besser Körperfett abbauen zu können. Und da wir ja manchmal an den Therapien in den Anfängen, wenn sie hochdosiert sind, nicht so viel machen können, also außer mit dem Arzt reden und gucken, was da möglich ist, Verzeihung, ist es so, dass eben die schnellen Kohlenhydrate, auch Kuchen, Kekse, Eis, Schokolade, Süßigkeiten, gestern hatte ich einen Patienten mit diesen Flips oder mit den Crackern, das heißt, an der Stelle macht es immer alles schnellere
Blutzuckerverläufe, schnellere Insulinspiegel. Und wenn dann das Cortison obendrauf kommt, habe ich sozusagen erhöhten Zucker und dadurch schneller Insulin und dadurch schneller Körperfettaufbau. Und um das runterzukriegen, Kohlenhydrate bei einer Cortisontherapie reduzieren, ihr Lieben. So, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Schaut euch nochmal die Videos an mit Eiweißshakes und mit den Möglichkeiten, eiweißreich zu essen. Da gibt es nochmal ganz viele Tipps. Und schreibt mir sonst gerne eure Fragen, Kommentare. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße, Herzchen zu euch. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und habt einen schönen Tag.